zu einem neuen Video hier auf Animani. Bevor das Video losgeht, will ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ich natürlich auch einen weiteren Kanal habe, wo ich filme, also nicht Anime, sondern so Hollywood-Streifen und so weiter, Rebuy-Unboxings hochlade. Dieser Kanal heißt Filmworld, den findet ihr in der Videobeschreibung. Diesmal werde ich es nicht vergessen. Checkt den auf jeden Fall mal ab, wenn ihr Bock habt auf Rebuy-Unboxings oder allgemein Filmewelt, wo ich halt Filme unboxe und darüber ein bisschen quatsche. Das zu meiner kleinen Werbung. Ja, meine lieben Freunde, es ist momentan wieder so, dass ich wirklich sagen muss, ich habe Spaß, ich habe Bock, es sind gute Sachen passiert im Leben. Und ja, heute haben wir eine sehr, 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 sehr merkwürdige Ausgabe, denn wir haben hier Platinum End. Die ein oder anderen fragen sich jetzt, Alter, hä, Platinum End? Hast du nicht noch irgendwie gesagt, Anime? Ja. Der Anime ist doch nicht so scheiße. Denn eigentlich ist der Anime ziemlich krass und wenn man wirklich das Ende auch versteht, ist er ziemlich gut und der Name passt halt auch extrem dazu. Und das Ende, was viele sagen, zerstört den Anime, macht ihn eigentlich zu was ganz Besonderem. Denn dieser Anime lebt nämlich nicht davon, dass er so ein typischer Mainstream-Anime ist, beziehungsweise schon irgendwie so ein bisschen Mirai Nikki-mäßig ist, sondern geht auf eine ganz andere Schiene. Und ja, macht einfach mal so sein eigenes Ding, wie Neon Genesis Evangelion, wo auf einmal so alles normal ist und auf einmal so in den letzten zwei Folgen, hier ist es halt dann nur die letzte Folge, denkt man sich so, okay. Ja, und genau das macht Platinum End. Ich will nicht mehr dazu sagen, falls ihr den noch nicht gesehen habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Ich empfehle euch aber, den wirklich am Stück zu gucken, weil das ist wirklich wieder so ein Anime, den muss man am Stück gucken. Das Problem war, ich glaube, viele Leute fanden den nicht so nice, weil sie einfach immer so eine Woche warten mussten und ich glaube, das ist echt so ein Anime, da kannst du nicht eine Woche warten, weil relativ wenig eigentlich so passiert, ne, und es eher auf das Ende dann hinausbaut und der Anfang eher so ein, naja, Ding ist. Und da würde ich wirklich sagen, schaut ihn euch direkt komplett an, irgendwie zwei Tage bumm durch, weil sonst, nee, das ist kein Anime, wo man eine Woche für warten muss. Das macht den Anime echt kaputt. Das habe ich selber gemerkt und ja. Wir haben hier diesmal eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Veröffentlichung. Ihr seht es schon, hier steht auf Platinum End und es wirkt einfach so, als hätte ich hier die amerikanische Blu-ray gekauft. Und ich glaube, das ist auch dieser Fall. Denn, meine lieben Freunde, guckt es euch an. Es sieht richtig seltsam aus und ich bin mir sicher, diese 15 hier, das ist irgendwie so ein amerikanisches Ding. Ich glaube, die machen immer das so mit denen drauf. Guckt euch das an, das ist total seltsam. Hier oben, also es ist eine ganz, 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 ganz seltsame Veröffentlichung. Ich habe bis jetzt auch noch gar kein Anime von Crunchyroll gekauft, beziehungsweise dem damaligen Kaze, aber ich glaube, es ist diesmal jetzt hier wirklich Crunchyroll, weil wir haben hier sogar tatsächlich Französisch drauf. Wer das auch immer braucht, aber wir haben hier wirklich auch Französisch drauf, mit allen drei Texten. Es wirkt richtig, richtig seltsam, nicht so wie man das sonst kennt, auch hier mit diesem durchgeschnittenen, als hätte ich mir gerade in Amerika diese Blu-ray gekauft. Ich weiß wirklich nicht, was sie da angestellt haben. Das ist eine ganz, ganz, ganz seltsame Veröffentlichung. Ich denke, die wurde so veröffentlicht für den englischen Markt und man hat dann einfach Deutschton und Französischton draufgepackt und verkauft die halt in jedem Land genauso, wie sie jetzt hier ist, weil das FSK-Logo auch nur hier auf dieser Folie drauf geklebt worden ist. Ich bin mal sehr gespannt, was uns da so erwarten wird. Veröffentlichung ist ein bisschen sad, weil es halt wirklich einfach nur so eine normale Emery ist, hier in diesem Schuber. Naja, nimmt zumindest nicht so viel Platz weg, aber es ist halt ein längerer Anime und da wirkt halt die Veröffentlichung schon so ein bisschen, ne? Weil auf Amazon dachte ich auch so, was ist denn das für ein komisches Bild? Hoffentlich ändern die das noch. Und nein, es ist, ihr seht es ja, es ist wirklich so. Heute ist auch der Release-Tag, zumindest hier in Deutschland. Und ja, ich habe ihn mir vorbestellt, weil ich richtig Bock drauf habe. Jo, 62 Euro habe ich dafür bezahlt, so ungefähr. Wir haben aber hier auch die ersten 12 Folgen direkt und nicht nur 3 oder so. Ihr seht es auch, es ist so eine merkwürdige Veröffentlichung. Sowas hatten wir noch nie im Anime-Bereich. Serienlaufzeit 300 Minuten, Bonuslaufzeit 8 Minuten. Und ihr seht hier unten Französisch, Deutsch, natürlich Japanisch und Englisch. Ja, das habe ich vorhin vergessen. Natürlich ist Japanisch auch drauf, ne, ist ja klar. Untertitel dann auch hier Englisch, Französisch, Deutsch. Das ist so eine seltsame Sache. Wir hatten schon mal sowas, ich weiß nicht mal, ob das wirklich von Kaze war, da stand auch irgendwie dann drauf, von wegen mit französischer Synchro und Texten und das stimmt einfach gar nicht. Also wenn man reingetan hat, dann kam das nicht. Vielleicht kommt das irgendwie auf französischen Blu-ray-Plan, ich habe keine Ahnung, was sie anstellen.
Ja, das ist der Schuber und hier haben wir die Version schon. Hier ist es aber dann wirklich nur auf Deutsch. Ich check diese Version nicht. Es sieht so merkwürdig aus. Ja, die Schöpfer von Death Note. Wisst ihr, was ich meine? Das hier, Alter, das hier sieht einfach übelst aus wie so eine Bootleg-Version. Wisst ihr? So eine Fake-Version, die irgendeiner bei sich im Zimmer gedruckt hat und verkauft die jetzt, ne? Weil Netflix den Anime nicht rausrücken will oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Ganz, ganz, ganz seltsam. Stelle eine weitere komplizierte Frage. Wie weit würdest du gehen, um Gott zu werden? Ja, wie gesagt, es ist halt sowas wie Mirai Nikki, aber es ist eigentlich nicht wie Mirai Nikki, sondern eigentlich nur dieses Thema halt Gott werden Ding. Und der Typ heißt einfach Mirai. Das fand ich ziemlich witzig. Ja, gut, machen wir das Ganze mal auf. Ich bin mal sehr gespannt. Okay. Alter, das ist so eine seltsame Veröffentlichung, das habe ich noch nie gesehen. Wir haben ein Wendecover drin, auch hier wieder mit diesem amerikanischen Ding. Aber hier haben wir dann auch wieder die Texte auf Englisch und Französisch und. Hä? Was ist denn das für eine Veröffentlichung, Mann? Es ist so eine seltsame Veröffentlichung, habe ich noch nie gesehen im Anime-Bereich. Ja, die zwei Blu-rays, sehr schön auf jeden Fall. Ich bin mal echt gespannt, wenn ich hier rein tue, was dann passiert. Ich habe jetzt schon Angst, dass da wirklich gar nichts gemacht worden ist und wir kriegen einfach so ein richtig billiges englisches Menü. Es ist so seltsam. Ihr seht es ja hier, also ihr seht es ja hier durch. Da oben Französisch, dann hier Englisch und Deutsch fehlt einfach komplett. Hier ist halt wirklich nur noch dann Englisch und Deutsch. Es ist total seltsam. Keine Ahnung. Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Finde ich ein bisschen sad, die Veröffentlichung, weil es halt wirklich einfach nur eine Emery ist, zwei Blu-rays drin, bumm, fertig. Cover sieht ganz cool aus und so, aber das ist wirklich die seltsamste Veröffentlichung, die ich jemals gesehen habe. Das ist halt for real einfach die amerikanische Veröffentlichung und man hat dann einfach mal eben zack, bumm, deutsche Texte drauf geklatscht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob Crunchyroll irgendwie jetzt mittlerweile das so macht, dass wenn man jetzt die Blu-ray abspielt, dass dann so dieses. Wie man es halt, wenn man auch beim Streaming-Anbieter halt so kennt, dass er dann automatisch diese deutsche Übersetzung so kommt. Wisst ihr, wie ich meine? So dieses automatisch generierte Texte, die dann da so das auf Deutsch dann packen. Oder ob wir hier wirklich auch wieder einfach diese billige Arialschrift drunter haben, wenn dann irgendwas Japanisches kommt, das dann so, das so aufploppt und übersetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich hab, wie gesagt, noch nie eine Crunchyroll Blu-ray gekauft, aber das ähnelt null Kase. Ne? Vielleicht auch positiv. Ich werde es dann sehen. Ich hoffe natürlich, dass hier eine richtige Bearbeitung drauf ist, dass ich auch für mein Geld ein bisschen was bekomme. Aber ja, mal gucken, wie es wird. Ich bin mal gespannt. Ich werde es euch auf jeden Fall auch in den Kommentaren wissen lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Haut rein und ciao.